Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Pixelmon. Yes! Wir enden hier mal Apikokos und werden dann uns um die Benennung der Pokémon noch kümmern. So. Ja, man kommt hier irgendwie nicht so gut hoch. Jetzt kommt man hoch. Gut. Also. Das werde ich. Wo kann man das jetzt schon wieder umbenennen? Da. Raupi werde ich. Oh. Wie hieß es? Smetbo von der ersten Staffel von Pokémon. Es hatte einen Namen, weiß jetzt nicht genau wie. Platzhalter. Nein. Ich werde es Bo Smet nennen. So. Sehr innovativ. Genau. Und Mauzi werde ich Münzdieb. Also ihr dürft alles natürlich dann umenden. Also eben. Ich will eure Vorschläge am besten umsetzen. Und das Basebrot werde ich Ranke nennen. Oder Rankinus. Ist ein männlich, nein. Rankina. So, Rankina. So. Also, dann kümmern wir jetzt noch um den Zaubertisch. Und weil die Bücherregale ja beim Zerstörung nur Bücher geben, können wir den trotzdem irgendwo hinstellen. Bis wir das Dach haben, weil sonst müssen wir aufs Dach recht lange warten. So. Also, Redstone zu Redstone-Blöcken. Gut. So. Ja, wolle das. So. Okay, das hier rein, das hier rein. Das, ja, das müssen wir jetzt einsetzen. Das und das. So. So und so. Ah, schön. Jetzt brauchen wir noch Bücherregale. Haben leider noch zu wenig, aber das ist nicht schlimm. So, jetzt hätten wir hier bis Level 12 oder was? Ja, müssen eben noch ein paar haben. Also. Da müssen wir eigentlich noch Level holen. Und ja, jetzt muss ich noch denken. Wie kann man am besten Level holen? Eigentlich nur durch meinen, weil ja die Monster aus sind. Oder wir machen eine Misskräftewelt. Könnten wir auch. Haben aber kein Leder. Ah, das ist schlecht. Das ist schlecht. Ja, dann müssen wir meinen. Ja. Dann müssen wir meinen. Ich werde nochmals eine Eisenspitzhacke machen. So. Dann mache ich nochmal eine. Sicher ist sicher, wir brauchen viele Levels. Und wir brauchen noch Leder. So. Wie so schnell nachwachsen hier. Ernte ich die schon mal? Gut. Was wir könnten machen, ist nochmal so eine Truhe.
So. Und die Truhe machen wir hier drauf. Und hier machen wir alle Bälle, alle Aprikokos rein, was man halt braten muss. Die Buttons, die Stones. Die Stones können wir gleich mal zu Buttons machen. Also, hier ist also unsere Items für Pokémon. Aber die Sachen werde ich da nicht nehmen. Wattgem hätten wir. Was ist der Unterschied zwischen... Ah, Wattgem stärkt wahrscheinlich die Attacken. Kann sein. Also. Ja. Da müssen wir runter. So. Wollen wir jetzt in diese Richtung? Ja, wir gehen in diese Richtung. Ich will einfach nicht, dass man weiter laufen muss. Wenn man auf die Seite geht, muss man im weit laufen. Und wenn wir jetzt immer in diese Richtung gehen, dann haben wir immer alle Wege direkt vor uns. Auf beide Richtungen. Sonst haben wir immer nur eine Richtung. Das ist ein bisschen blöd. So. Gut. Oh, das Schade hat immer noch 2 HP. Ein Notfall. Es ist schwer verletzt. Wir müssen es heilen. Ja, leider nicht gerade. Jetzt sind wir am meinen. Jetzt musst du noch ein bisschen durchhalten. Okay? Ja. So. Schade, dass das Projekt jetzt noch nicht so beliebt ist, aber es wird natürlich hoffentlich dann beliebter. Wenig Aufrufe deshalb, weil meine Abonnenten eigentlich meistens nicht mehr so Minecraft schauen oder Pokémon. Die meisten Aufrufe sind ja eben bei Champions of Regnum. Und ja. Deshalb, aber wenn ich dann mehr Parts habe, dann gibt es auch mehr Aufrufe, weil sie auch mehr gefunden werden. Und vielleicht eben die Leute, die mich abonniert haben, es auch besser finden. Also bei meinen Projekten ein Reinschauen bei manchen Parts lohnt sich sicher. Ganz schauen lohnt sich auch. Aber ich zwinge ja niemand. Also ich möchte niemand, dass er gezwungen wird, mich meine Videos zu schauen und zu liken oder so. Weil ich bin ein YouTuber, der muss nicht berühmt sein. Ich muss nicht erfolgreich sein, weil ich kein Geld verdiene dadurch. Also mir ist es eigentlich egal, ob ich 100 Abonnenten habe oder nicht. Aber es wäre natürlich schön, wenn ich 100 Abonnenten hätte, die auch täglich schauen. Alle Menüs hier schauen, aber ja. Also ich werde niemals irgendwie ganz erbeteln oder meine Videos plötzlich anders machen oder so. Was ihr wollt, und das ist mir am mächtigsten. Deshalb dürft ihr auch sehr viel wählen. Also ihr dürft alles wählen und einfach schreiben. So. Also. Dann gucken wir mal, was wir finden. Es ist halt noch recht langsam. Später wird es natürlich viel schneller. Aber jetzt finden wir gerade nichts. Fackeln machen. Ah, komm. Nicht schon wieder backen. So. Also, wir machen es jetzt wieder so, dass wir nicht überall Fackeln setzen. Da drüben ist irgendwo Wasser. Genau hier auf die Seite. Da möchte ich kurz vorbeischauen. Irgendwo hier. Sollte eigentlich schon da sein. Da oben. So, mal kurz das Wasser wegmachen. Wie das aussieht. Und hier ist eine Schlucht. Sehr schön. Wie das aussieht, das Lava einfach nebendran. Upp.
So, gucken wir mal uns in der Schlucht um. Sehr viel Lava hier. Hier haben wir Eis, Gold. So. Also Gold finden wir recht viel. So. Da mal weg. Gut. Hier hätten wir Eisen. Müssen wir aber nicht abbauen. So. Redstone müssen wir auch. Ja, okay, mit für die Level. Bauen wir das ab. Gut. Also wenn wir jetzt in eine andere Welt gehen von Miskeft, dann machen wir mal die Monster an. Und machen sie dann wieder aus natürlich. Wenn wir keine Pixel. Wenn wir wieder Pixel empfangen. So. Also, wo haben wir den Eingang? Da unten irgendwo. Hä? Da. Ah ja. So. Dann werden wir mal weiter. Ich muss kurz auf die Map schauen. Ja, da drüben haben wir noch nicht. Dann können wir dann so umkehren. So, hier haben wir Eisen. Eisen gibt eben keine Levels. Obsidian. Ah, das ist jetzt hier. Okay. Dann kehren wir hier am besten zurück. So. Ich kann die Hut ein bisschen kleiner machen. Aber nein, kann ich irgendwie nicht kleiner machen. Oder Weiler. So. Ist nix. Schade, so wenig. Okay. Ja, hier haben wir Redstone. So. Wieder zumachen und weiter geht's. Vielleicht werde ich Wabler rausnehmen. Das brauchen wir jetzt wirklich nicht. Mal schauen. Damit wir einfach ein bisschen mehr sehen oben. Nein, das kann man auch nicht verändern. Schade. Ja, toll. Ist nicht so praktisch beim Meinen. Kohle. Nö. Nichts. Und Level 17 bald. Nein, hier wollte ich's. So, ja. Ja, wir müssen Kohle hier noch ein bisschen abbauen. Damit wir Levels bekommen. So, hier noch. Okay. Recht viel Kohle. Nett. Sehr nett. So, und hier noch. Ja, hier gibt es natürlich noch mehr. Okay. Fast ein Level gemacht durch die Kohle. Sehr gut. Dann weiter. Naja, ist relativ leer hier. Wir brauchen viel Kohle sowieso für die Öfen. Mal schauen. Ich weiß nicht, ob wir einen besseren Ofen haben. Also das wäre ja noch gut.
Ja, Technik will ich nicht einbauen. Also so ein elektrischer Ofen oder so kommt nicht rein. Ich bin gerade hart am Denken. Also, was gibt's für ein Mod, wo noch einen besseren Ofen macht? Die sind mir unbekannt, die Mods mit den Öfen. Echt, also schade, also. Ja, ich schau mal bei Curse am besten. Da kann man immer gut suchen. Und schon wieder eine scheiß Stubenfliege drin. Ah, Gott, oh Gott. So, also. Weiter. Bald sind wir wahrscheinlich vorne. Ja, geht nicht mehr lange. Gut. Hier haben wir Eisen. Jetzt haben wir eine Spitzhacke haben wir noch. Dann können wir nochmals einen Gang nach hinten machen. So. Ich weiß nicht, ob ich auf Level 20 verzauben und so. Nein. Ich werde jetzt noch die Spitzhacke kaputt machen, dann gehen wir hoch und verzaubern dann auf Level. Weißt du nicht, was wir dann sind. Aber wahrscheinlich werden wir nicht mehr als Level 21 sein. Finde ich ein bisschen schade, dass man jetzt hier nicht gut leveln kann. Was soll ich die Mobs anmachen? Ich könnte die Mobs schon anmachen zwischendurch. Aber da mache ich Keep Inventory an. So. Und Mob Griefing. So, mache ich aus, damit die nicht griefen, die Mobs. Und werde jetzt. Nein. Da oben. So, auf Easy. Ändern. Damit die einfach die Levels bekommen. So. Mal schauen, wenn die ersten Monster spawnen. Ich werde immer zwischendurch Platz, wo Licht, kein Licht ist. Und dann spawnen auch Monster hier. Ja, mit dem Hunger muss man dann halt mit Brot essen. Ding. Aber ich werde ja nicht lange hier Monster anlassen. Hier sind schon mal ein paar Creeper und Zombies. Spawnen noch mehr, gut. So. Die Spitzhacke geht leider bald kaputt. So, nochmal kurz schauen. Nein. Was ist das dort vorne? Das ist eine Höhle wahrscheinlich. Mit Creeper. So, dann gehen wir nach oben hier. Mal kurz so hoch. Als Treppe nicht direkt nach oben, sonst ist es zu gefährlich. Weil hier irgendwo Lava ist. Ja, da kommt aber gar nichts. Wie sieht's aus? Da drüben. Ah, hier. Aber das ist die gleiche, oder? Ja, das ist die gleiche Schlucht. Stimmt. Danach habe ich gar nicht gedacht. So, wir gehen nochmals ein bisschen weiter rüber. Können es leider nicht zu Ende machen, aber kurz be bevor die Spitzhacke dann kaputt ist, können wir ja kurz nach links Ding. So. Also. Fast kaputt. Seit dem Part haben wir noch genug, also können wir noch etwas da oben machen. Mal schauen. Scharfe Scheren wieder. Und um uns die Bären kümmern. So. Ja, noch ein bisschen habe ich hier noch. Bisschen haltet die Spitzhacke noch aus.
So. Und die Pflege nervt natürlich sehr. Oh, jetzt ist sie kaputt. Ah, kann mit der normalen, also Diamantspitzhacke noch kurz rüberbauen. So. Also Level 19 haben wir, aber 20 haben wir gerade nicht. Ah, es reicht immer noch nicht. Da vorne. So. Aber mehr will ich auch die nicht kaputt machen. So, jetzt sind wir hier oben. Und jetzt zuerst mal Monster heilen. Ah, sieht es schön aus mit den Superbällen. Ich mochte früher immer Superbälle, weil sie, ich glaube, von Level 1 bis 40 besser im Pokémon gefangen haben als Hyperbälle. Und ab dann Hyperbälle oder so. Weiß jetzt nicht genau, wie das so geplant ist. So. Also. Jetzt sind natürlich viele Pokémon hier, wegen dem Teleportieren. Also, hier noch schwarze mitnehmen. Machen wir Hyperbälle. Und gelbe. Und die roten nehme ich auch mit. So. Also, was muss ich reintun? Die. Boah, jetzt habe ich sie. Wäh, Igitt. Bist du schleimig? Ich habe die Pflege voll in der Luft aufgefangen und habe sie ja, so richtig zerdrückt, dass der Schleim vom, ich weiß nicht, was das für ein Schleim ist, ob das ist irgendwie in Reihen oder so. Ey, geht weh. So, wir haben ja jetzt recht viel Kohle, da werde ich auch noch ein bisschen reintun und hier die schwarzen. So, die gelben kommen hier rein. Gut, die schwarzen sind ja hier. Also genau dort, wo ich es nicht gedacht hätte. So. Also. Die hier. Die Knöpfe brauche ich noch. So. Also, du musst hier hin. Mit dem Hammer. Zerkleine ich die. Falsche Maustaste gedrückt. So. Und dann zu einem Hyper, oder zu zwei, nein, einen Hyperball machen. So. Also. Was noch? Die hier? Okay, dann ist es fertig. So, so, so. Oh, die geben recht viel Erfahrung. Die will ich ja hier lassen. Die will ich hier lassen. Und jetzt brauchen wir fast eine größere Truhe. Dann machen wir noch eine größere Truhe. Genau. So, machen gleich nochmals eine. Also, hierhin und hierhin. So, hier kommen alle Cobblestones rein, dann haben wir das. Du gehst hier rein. Und jetzt möchte ich nämlich noch um die Schafe. Ja, können wir schlecht um die Schafe kümmern, wenn wir keine Schere dabei haben. So. Also, zuerst Schafe scheren. Dann Schafe züchten. So. Und Schafe färben. Könnten wir ab jetzt auch. Weil wir brauchen auch schwarze Wolle. So. Nur zwei. Gut. Und zwar die zwei kleinen. Dann wissen wir genau, das sind die neuesten. Oh, Bisaflor, sehr schön. Jetzt muss ich gucken. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit.
So. Nicht, dass wieder der Wecker angeht während der Aufnahme. Ich habe so einen Wecker mit Timer, aber eben wenn der Timer auf 0 ist, dann geht der Wecker an. So, also gut. Wir müssen Leder holen. Welches Pokémon gibt Leder? Wir gehen jetzt einfach mal in diese Richtung, in die links. Und schauen mal, ob wir Kühe finden. Wenn die Kühe in der Nähe sind, können wir die Kühe auch irgendwie heimbringen oder dann. So, ich muss unbedingt mal auf Peaceful wieder stellen. So. Ja, wenn wir dann zu Hause sind, können wir das Brot, können wir ein bisschen Brot essen. Dann haben wir wieder volle Energie. Volle Hungeranzeige. So. Gehst du nicht? Ah, irgendwie ein bisschen buggy. Also. Goldinis. Irgendwo müssen doch Kühe sein. Wir brauchen auch eine Kuhweide deshalb, also ich hätte schon gerne irgendwo in der Nähe Kühe, sonst müssen wir die nämlich noch entschieden oder was. Oh, hier drüben ist ein schöner Berg. Bisschen abgeschnitten. Aber sonst ist ja nicht hügelig hier. Ja, hier hat's Extremely Hill, stimmt. Ich hätte einfach so einen ganz kleinen Berg auf einer flachen Wiese oder so. Das hatte ich bei einem Hamach-Server, wo ich gemacht habe, mit Megacoolman zusammen und dem Cubanello von Groupcraft. Habe ich eine Welt gemacht und dort war eine kleine ein kleiner Waldhügel und ringsum war alles Wiese. Nur Wiese und Flüsse. Richtig schön. Das wäre was. So. Ja. Wieder Plane. Oh. Bonita. Also erkunden wir noch ein bisschen. Und sonst. Ja, eben. Haben wir wenig Zeit. Nächster Part kommt dann morgen. Ich werde ungefähr 2 Parts pro Tag aufnehmen und dann hochladen. Jo. Hier sind Kühe. Aber die sind viel zu weit weg, darum schlachte ich sie jetzt. Und dann haben wir wieder Leder. So. Gut. Oh, nicht schon wieder eine Fliege. Was ist heute wieder los? Kaum wird es wieder ein bisschen sonniger, kommen die Fliegen wie also Wahnsinn. Die kommen. Sind so süchtig. Ich liebe es, dass es keine Fliegen-Pokémon gibt. Sonst hätte ich sie schon lange die ganze Zeit gekillt. Ah, Mann, hast du. Kalte Füßchen, du blöde Fliege. Es nervt einfach. Also Kühe können wir auch woanders dann immer wieder schlachten. In Dimensionen zum Beispiel und so. Also, ja. Zum Abschluss noch hier aufmachen. Heavy Ball, okay. Also, Dankeschön fürs Schauen. Ich gehe zurück. Bis zum nächsten Mal. Euer Drago Basler. Tschüss.